Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcasts. Im Business Talk Podcast geben wir jungen und auch etablierten Ärzten und Medizinern Einblicke in die Themen Niederlassung, Praxisführung und Entwicklung. Im Business Talk Podcast wollen wir Mut machen für den Weg in die eigene Praxis und wir zeigen auf, wie das Thema eigene Praxis individuell und zukunftsträchtig funktioniert. Das tun wir mit Interviews, Solo-Folgen und Reportagen und unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Herzlich willkommen zum neuen Business Talk Podcast, dem zweiten Podcast im Jahr 2020. Heute möchte ich mit euch in der zweiten Solo-Folge das Thema Praxisstrategie noch mal ein bisschen besprechen und ich möchte vor allen Dingen auch ein paar Parallelen ziehen. Ist mir aufgefallen, in Vorbereitung jetzt auf diesen Podcast, dass es durchaus Parallelen zu anderen Geschäftsbereichen gibt, auch was die Führung einer erfolgreichen Arztpraxis angeht. Wahrscheinlich gilt das nicht nur für den Arztbereich, sondern natürlich für viele andere Unternehmenszweige auch. Ich habe mir aber tatsächlich mal angeschaut, wie argumentieren denn viele erfolgreiche Mediziner, die zum Beispiel hier auch im Podcast gewesen sind oder mit denen ich anderweitig gesprochen habe, wie argumentieren die, wenn es darum geht, wie sind sie erfolgreich geworden? Wo gibt es da Parallelen? Und dann ist mir aufgefallen, dass das teilweise sehr, sehr stark korreliert mit dem Thema der Geldanlage. Also auch damit beschäftigen wir uns ja hier immer wieder mal ein bisschen und das Thema Geldanlage ist deshalb ja so interessant, weil es, wenn man sich dann da mit den wirklich Erfolgreichen, und ich meine jetzt nicht die, die immer nur sagen, dass sie erfolgreich sind, sondern die, die da wirklich erfolgreich sind, wenn man sich da mal umhört, dann gibt es da so vier Erfolgsfaktoren, die wirklich eine hohe Parallele haben zu dem unternehmerischen Ansatz. Also zum Beispiel das Thema Diversifikation, also das Streuen des Geldes oder das Streuen der grundlegenden Geldanlage, um langfristig erfolgreich zu sein. Auch da ist es ja entscheidend, wenn wir hier jetzt über das Thema zusätzliche Geschäftsmodelle in der Arztpraxis sprechen, sich eben nicht nur auf den einen Bereich zu konzentrieren, sondern zu sagen, ich möchte ja in der Grundlage nicht nur meine medizinischen Leistungen, meine Grundversorgung und Diagnosen und so weiter tätigen, sondern ich möchte ja vielleicht auch irgendwann meine Patienten haben, die ich tatsächlich möchte und möchte darüber eben erfolgreich werden und möchte mich noch mehr spezialisieren. Zu diesem Thema sprechen wir gleich übrigens noch ein bisschen genauer. Das ist eben eine Form der Streuung und der Aufstellung auf eine Breite. Das spricht aber nicht gegen eine Spezialisierung. Und auch da gehen wir gleich noch mal ein bisschen genauer drauf ein. Dann ist das Thema aus unternehmerischer Sicht natürlich immer ganz, ganz wichtig. Das Thema Steuern spielt sowohl bei den Unternehmern immer eine große Rolle, wobei in Deutschland immer hauptsächlich darauf geschielt wird, Steuern zu sparen, einfach zu sagen, ich will Steuern sparen, dann teilweise natürlich auch voll Dinge getan werden. Das ist aber hier nicht gemeint, sondern es geht einfach darum, wie kann ich meine Unternehmungen so absichern, dass ich nicht in Steuerfallen reintappe. Darüber sprechen wir übrigens ausführlich im nächsten Podcast mit einem sehr spezialisierten Steuerberater. Da sprechen wir unter anderem drüber. Aber da ist eben auch eine hohe Parallele zu dem Thema der Geldanlage wiedergegeben, denn da ist die Steuereffizienz besonders wichtig, denn die Nettorendite der Kapitalanlage ist entscheidend. Und das ist sie langfristig eben auch hier aus unternehmerischer Sicht, ne? Denn wenn ich mich zum Beispiel infiziere, steuerlich gesehen, warum auch immer, kommen wir dann nochmal drauf, hätte ich ja an ganz anderer Stelle wirklich wieder ein Problem. Dann ist ein Punkt das sogenannte Chancen-Risiko-Verhältnis. Auch hier ist es so, dass ich natürlich im unternehmerischen Kontext immer überlegen muss und gerade im medizinischen Umfeld überlegen muss, welche Investition ist für mich sinnvoll und jetzt nicht in gleicher Art und Weise, also eine 50-50-Chance zu haben, sondern eben zu sagen, wenn mein Risiko besonders hoch ist oder wenn meine Anforderungen an die Sache besonders hoch sind, dann muss eben auch die Chance dahinter besonders hoch sein. Im Anlagegeschäft sprechen wir da durchaus mal von einem 3:1 oder 5:1 Verhältnis. Hier ist es sicherlich so, dass die Auseinandersetzung mit der Unternehmung, die ihr vorhabt, also ich meine jetzt nicht nur die klassische Übernahme einer Praxis
vielleicht die Neugründung einer Praxis oder eben auch den Ausbau der Praxis, indem ich mich für eine Besonderheit entscheide. Da sollte ich dieses Risikoverhältnis abwägen. Und deshalb ist die Planung, die strategische Auseinandersetzung mit diesem Vorhaben besonders wichtig, aber eben auch der Ausbau. Ne? Also welche Veränderungen kann ich in der Praxis vornehmen, die bestimmen eben dieses Chancen- und Risikoverhältnis. Der Businessplan gibt uns da Auskunft drüber. Ja, und das Letzte ist das Thema, oder was für viele natürlich an erster Stelle steht, gerade jetzt im Anlagebereich, ist, ich möchte grundsätzlich kein Geld verlieren. Und das hört sich natürlich ganz abstrus an, gerade wenn man die Märkte nicht so richtig versteht. Also es gibt ja diese sogenannten Bären- und Bullenmärkte, also die Bullen, die von oben nach unten stoßen. Das heißt also immer, ja, der Markt geht aufwärts, oder eben der Bärenmarkt, der von oben den Markt runterdrückt und klein macht. Und deshalb sind die so gemeint. Wenn man sich aber mal anschaut, wie diese Märkte funktionieren, dann wird man erkennen, dass das eine das andere entweder immer bedingt oder immer wieder kommt. Und man, wenn man gut darauf vorbereitet ist, tatsächlich kein Geld verlieren kann. Und so ist es auch unternehmerisch gemeint. Wenn ich als Unternehmer vorbereitet bin auf viele Dinge, die mich treffen können im Laufe der Zeit, sei es gesetzliche Änderungen, sei gerade wenn ich im System der gesetzlichen Krankenkassen unterwegs bin, wenn ich also eine Praxis betreibe, die eine GKV-Praxis hauptsächlich ist, da kann ich mich natürlich beschweren über Dinge, die kommen. Und sei es zum Beispiel jetzt die Einführung von der Telematik-Infrastruktur, oder ich kann sagen, ich bin aber darauf vorbereitet und habe mir mein eigenes Bild für meine eigene Praxis gemacht, um dann in diesem Moment zu sagen, das Ganze stört mich gar nicht, weil ich wusste, dass das kommt, und deshalb bin ich exzellent nicht nur vorbereitet, sondern habe alle Maßnahmen getroffen, um aus dieser gesetzlichen Einführung, das übrigens jede Branche hat darunter zu leiden, oder eben hat einem Wettbewerber oder Mitbewerber, wollte ich sagen, der vielleicht eine Spur schneller war als ich, oder der vielleicht das, was ich mir seit Jahren aufgebaut habe, einfach über eine Innovation auf den Markt gebracht hat. Also ihr versteht, was ich sagen will, und ich glaube, die Parallelen, die da bestehen, die kann man für sich in der Praxis umsetzen und in der strategischen Planung wirklich berücksichtigen. Deshalb ist es natürlich immer so, dass ich mich, das haben wir beim letzten Mal auch schon gesagt, da sind wir sehr ausführlich drauf eingegangen, dass ich hin muss zu einer Patientenorientierung. Und das heißt letztendlich nichts anderes, ist, ich muss die Probleme meiner Patienten lösen. Das heißt jetzt nicht unbedingt nur ein Schmerz, ich muss nicht nur vom Schmerz wegkommen, auch da komme ich gleich nochmal drauf, sondern ich muss in einer gewissen Problemstellung für das, was ich tue, und da bin ich jetzt bei dem Thema Praxisstrategie, diese Problemstellung muss ich besser lösen als die Konkurrenz. Also ich muss mich nicht an der Konkurrenz ausrichten, sondern ich muss einfach nur für mich einen Weg finden, warum die Patienten für dieses Problem zu mir kommen. Da ist jetzt, was weiß ich, die Ausrichtung auf das Thema Präventionsmedizin. In Zukunft werden wir sowieso noch ein bisschen mehr diese weitere Ausrichtung haben in diese Präzensionsprävention, also noch tiefer gehen in diese Präventionsmaßnahmen. Also nicht nur einfach gesund leben, sondern wie kann ich noch ein bisschen das weiter beeinflussen. Das wäre zum Beispiel das Thema spezialisierte Ernährungsberatung, oder ihr macht ein Anti-Rauch-Programm, oder einige gehen auch in das Thema Schmerztherapie besonders tief rein. Ne? Wobei da Obacht geben beim Thema Schmerz, der Mensch neigt ja dazu, wenn ich mich jetzt nur auf diese Methode ausrichte, beziehungsweise wenn ich sage, ich möchte nur den Schmerz lindern und dann nichts weiter tun, dann der Mensch neigt ja dazu, den Schmerz zu vermeiden. Und deshalb immer auch einfach zu sagen, Mensch, wenn ich eine Pille habe, der gibt mir die Pille gegen den Schmerz, und dann ist der Schmerz weg und dann tue ich nichts mehr, weil ich dann wieder im Alltag bin. Wenn ich aber langfristig etwas verändern möchte bei meinem Patienten, bei meinem Kunden letztendlich, dann sollte ich mir die Grundbedürfnisse mal anschauen. Und da ist zum Beispiel immer eine Sache ganz, ganz weiter im Vordergrund, ist das Bedürfnis nach Wohlbefinden, nach Schönheit. Man könnte das auch sagen nach Liebe, nach gutem Aussehen. Also, ne, weil der Anerkennung zurückbekommt. Also die Anerkennung darf, Mensch, du hast 10 Kilo abgenommen, das ist aber toll. Da sagt ja keiner, Mensch, du hast 10 Kilo zugenommen, das ist aber toll. Ne? Aber dieses Thema, ne, man sieht dir an, dass du etwas für dich tust, und das hat langfristig eine Bedeutung. Also die Anerkennung nach Liebe, nach Geborgenheit, das ist zum Beispiel ein großes Grundbedürfnis von uns.
neben dem Grundbedürfnis nach Essen, Trinken und so weiter. Aber dieses ist wirklich tiefgehend, weil der Mensch ist ein Herdentier und wir lieben nichts mehr als Anerkennung bzw. Zugehörigkeit. Und wenn ein Mensch, ein Patient in dieser Richtung bestärkt wird über seinen Behandler, dem er ein hohes Vertrauen schenkt, dann ist das sicherlich eine Maßnahme, die langfristig erfolgreicher ist, als nur Schmerzen zu vermeiden. Ne? Denn dann finden wir eben auch die Patientengruppen, die für unser Wohl bzw. für unsere Maßnahme, für die wir uns entschieden haben, langfristig der Problemlöser sind. Und dann haben wir ein hohes Patientennutzen und gewinnen eben langfristig auch die Zielgruppe. Gebt euch bitte nur die Zeit dafür, dieses auch umzusetzen. Also verlangt nicht, dass es innerhalb von Wochen passiert, sondern die Patienten müssen euch finden. Und ihr müsst euch erstmal selbst finden. Die Voraussetzung dafür ist natürlich, das ist ganz klar, dass eure Kompetenz, also euer Proof of Concept gegeben ist. Erstmal müsst ihr authentisch sein für dieses Thema. Auch das hatten wir im letzten Podcast schon mal. Aber die Kompetenz ist eben die Grundvoraussetzung. Indem ich mich für eine Sache mehr und mehr interessiere, indem ich mich für die Sache mehr und mehr einsetze, erfahre ich plötzlich mehr. Also je mehr Kongresse ich besuche, je mehr Literatur ich lese, je mehr Fortbildungen ich mache, je mehr Kooperationspartnern ich spreche, umso mehr wachse ich in das Thema und ich bekomme Informationen, die mir vorher nie aufgefallen sind. Die Gruppe der Menschen für dieses Kernthema, für diese eine Problemlösung wird eben größer. Und wenn diese Gruppe größer wird, heißt das aber auch, ich brauche gegebenenfalls mehr Mitarbeiter oder ich muss Partnerschaften, Kooperationen eingehen. Und dabei kommen wir wieder zu unterschiedlichen Möglichkeiten, die uns oder die euch in dem Moment da gegeben werden. Denn ihr müsst immer überlegen, wenn ihr die Mitarbeiter, nehmen wir mal das Thema Mitarbeiter, wenn ihr die Mitarbeiter befähigt dazu, euch Dinge in der Praxis abzunehmen. Und da bin ich wieder bei meiner berühmten Adlerperspektive. Ihr sagt, ich habe mich früher um Dinge selbst gekümmert, das kann ich aber nicht mehr. Warum? Weil mein Patientenaufkommen über diese neuen Leistungen, die ich anbiete, die ich zusätzlich anbieten möchte, so groß sind, dass ich viele Dinge zunächst mal über meine Patienten, über meine Mitarbeiter durchführen lassen möchte. Dann muss ich diese Mitarbeiter dazu befähigen, dass sie das können. Das heißt, ich bringe diesen Mitarbeitern Wertschätzung entgegen, indem ich sage, ich investiere in euch, möchte euch weiterbilden. Dadurch erhöht sich natürlich die Motivation der Mitarbeiter, weil ich in sie investiere. Sie werden selber kompetenter, sie werden selber sicherer im Umgang, sie können selber eigene Entscheidungen treffen, was wieder dazu führt, dass die Absprache zwischen uns geringer wird, weil die Kompetenzerhöhung da ist. Das führt aber insbesondere zu einer hohen Zufriedenheit in der Praxis und dazu, dass die Bindung der Mitarbeiter ans Unternehmen immer höher wird. Denn ihr müsst euch immer überlegen, wer kann das bieten oder wer bietet das heute, was ihr den Mitarbeitern bietet. Einige von euch werden vielleicht jetzt sagen, okay, das heißt aber auch, ich habe langfristig in diesen Mitarbeiter investiert und dann geht er irgendwann. Das kann immer passieren. Ihr werdet niemanden halten, der so gut ist, dass er langfristig das, was ihr macht, vielleicht selber machen kann. Denkt mal an einen Weiterbildungsassistenten. Der wird nicht immer in eurer Praxis bleiben, aber der wird immer gehen und sagen, mein Chef, meine Chefin war so gut, so toll, die hat mir das beigebracht und wird immer wieder gerne dann daran zurückdenken. Und wenn ihr dafür gesorgt habt, dass ein weiterer Mediziner, ein weiterer Arzt in die eigene Praxis geht und sich aus eurer Kompetenz heraus entwickelt hat zu einem tollen Mediziner, dann habt ihr wieder zum System beigetragen. Also da kann uns ja gar nichts passieren. Das ist übrigens das, was ich meine mit, wir sind alle im System. Das habe übrigens nicht ich gesagt, sondern nochmal herzliche Grüße an Professor Dr. Jan Ehlers von der Uni Wittenherdecke, der das, finde ich, toll beschrieben hat. Wir können meckern über das System, wir müssen uns aber alle immer wieder sagen, sobald wir im System sind, Medizin studiert haben, im Krankenhaus arbeiten, an Unis arbeiten, um dieses Thema Medizin weiterzuentwickeln, sind wir Teil des Systems und wir können dazu beitragen, dass sich das System verändert. Und da würdet ihr in der eigenen Praxis einen Teil zu beitragen können. Deshalb ist das so wichtig. Und deshalb, wenn es dazu kommt, dass diese Arbeitsteilung da ist, jetzt gehen wir mal zum Thema Partnerschaften, Kooperationen über, wenn ihr also mit anderen Ärzten Kooperationen aufbaut für euer Thema, wenn ihr gegebenenfalls mit
ja, anderen medizinischen Leistungsträgern arbeitet. Und ihr habt in diese Kooperation investiert und ihr habt vor allen Dingen auch in diese Problemlösung investiert, dann ist es natürlich so, dass die Investition auch auf mehreren Schultern verteilt ist, sich natürlich besser trägt, aber insbesondere auch Diversifikation, das Risiko minimiert wird. Und deshalb ist es so wichtig, sehr lange über dieses Thema nachzudenken, wie baue ich diese eine Kompetenz weiter auf und wer kann mir dabei behilflich sein? Ihr wisst beim letzten Mal, ich habe noch gesagt, 2020, Entschuldigung, ist das Jahr des Wir und das Jahrzehnt des Wir. Und da ist das Netzwerk und auch die Partnerschaften eben enorm wichtig. Ja, jetzt könnte ja sagen, Mensch, Diversifikation, alles schön und gut, aber ich will auch Spezialist auf meinem Bereich sein. Was nützt es mir, wenn ich breit aufgestellt bin? Ihr habt total recht. Ich erkläre euch jetzt kurz, wie ich das Thema Spezialisierung meine. Spezialisierung meine ich nicht auf Methodik, also Methodik bezogen auf, das ist meine Methode zur Behandlung von. Die eine ist die beste. Ich nehme jetzt mal, ihr seid in der Diätberatung oder ihr seid in der Ernährungsberatung für das Thema Typ-2-Diabetiker unterwegs. Und ihr sagt jetzt, die Meyer-Diät ist das, was ich, also es gibt noch ganz viele andere Sachen, aber Beispiel jetzt nur, ihr seid in der Meyer-Diät der Experte. Und ihr empfiehlt nur die. Jetzt kann es aber sein, dass das einen für den einen besonders gut ist und für den anderen besonders schlecht. Deshalb würde eure Gruppe der Patienten, die in Frage kommen, immer kleiner. Deshalb ist es ganz besonders wichtig, in eurer Thematik so gut aufgestellt zu sein, dass ihr immer problemlösungsorientiert arbeitet. Also ich brauche für meine Typ-2-Diabetiker A in unterschiedlichen Altersgruppen, in unterschiedlichen Lebenssituationen, in unterschiedlichen Ausprägungen der Diabetes und natürlich in gewissen Altersstufen, also jugendlich, es leider immer mehr wird, aber auch natürlich die jungen Erwachsenen, aber auch die mittleren Erwachsenen, als auch die ältere Generation gewisse Wege. Und deshalb, je mehr ich mich auf die Problemlösung spezialisiere und ich passe mich immer den neuen wissenschaftlichen Methodiken an und sage, da habe ich das ausprobiert, da habe ich die Erfahrung gemacht, da gibt es die Studie zu, arbeiten wir weiter lösungsorientiert und nicht methodikorientiert. Und das ist aus meiner Sicht eine Vielfältigkeit, die wirklich sein muss. Methode, Behandlung, Lösung, Ergebnis verbessern. Darum muss es langfristig gehen und nicht nur Methode, sondern Methoden. Das ist für mich das Thema Diversifikation in der Spezialisierung. Wenn dazu Fragen bestehen, denkt immer dran, ihr könnt mich gerne persönlich kontaktieren. Auch ganz, ganz formlos zunächst mal. Ich möchte euch einfach kennenlernen und ihr könnt euch gerne an mich wenden, info@businessdoc.online und wir gehen ein bisschen tiefer in diese einzelnen Ebenen. Das nochmal ein kleiner Ausblick zu dem. Ich möchte aber sagen, weil wir ja immer wieder weiter in den Solo-Folgen in diesem Jahr tief gehen wollen, in diese Geschäftsmodelle, in die unternehmerischen Skills und Tätigkeiten, weil die Frage ist ja, wie setzt ihr es später auch in der Praxis um? Möchte ich jetzt noch kurz darauf eingehen, wie sind die unterschiedlichen aus meiner Sicht, ja, ich nenne es mal Handlungsebenen, oder wir können es vielleicht nur auf Ebenen oder Horizonte irgendwie beschränken. Also zunächst einmal ist es wichtig in der ersten Phase natürlich, dass ihr eine Grundlage legt mit eurer medizinischen Leistungsebene. Also die Grundversorgung, die Diagnose, die Therapie, das klassische Leistungsangebot und so weiter und so weiter. Also alles das, was mit der Grundlage eurer medizinischen Tätigkeit zu tun hat. Das ist bei dem Facharzt ein bisschen anders als beim Allgemeinmediziner oder Hausarzt. Zum zweiten Punkt ist diese Ebene der Organisation in der Praxis wichtig. Also Personal, EDV, Ausstattung, Investitionen, Kooperationen und so weiter und so weiter. Vielleicht Apparategemeinschaften, was ihr habt. Vor dem Hintergrund Adlerperspektive von oben gucken. Wie können wir es handeln? Die dritte Ebene aus meiner Sicht, die für viele Mediziner komplizierteste Ebene, ist aber gar nicht so, weil es da auch eine gute Grundlage, also gutes Basiswissen geht, was es also sich anzueignen gilt, das ist das Thema Betriebswirtschaft. Also diese betriebswirtschaftliche Struktur, die Einnahmenerfassung, die Ausgabenkontrolle, die Liquiditätsberechnung, Rentabilitätsberechnung, die Investitionsrechnung und so weiter und so weiter. Also das, was normalerweise der Steuerberater macht, aber auch da gibt es ein paar schöne Skills, die ihr euch selber befähigt,
diese Dinge zu kontrollieren, mit dem Berater zusammen zu handeln, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ich nicht weiß, was ich tue. Also da ist drin ist übrigens das höchste Risiko beschrieben, wieder ein Zitat von Warren Buffett, der mal gesagt hat, ich weiß nicht, ob ich es so gerade zusammenkriege, das größte Problem ist nicht zu wissen, was man tut und damit entsteht das größte Risiko. Steht jetzt nicht ganz, aber auch da gibt es wieder die Parallele zur Geldanlage. Ja, das vierte Thema ist das Thema, ich würde es jetzt mal grob im Altdeutschen mit Marketing, heute würde ich sagen, insbesondere das Thema Personal Branding oder auch das Thema Öffentlichkeitsarbeit, Social Media Arbeit, Praxisumfeld, Zielgruppen, also diese ganze Thematik, wie ist die Außendarstellung im Arztsegment, wie könnt ihr euch darstellen, was dürft ihr tun, was könnt ihr tun, wie ist da eure strategische Planung und Ausrichtung. Das geht bei den einen bei der Homepage los. Die Frage ist, brauche ich noch Flyer und so, das ist sowieso ein Thema. Ja, was wir nochmal auch hier ein bisschen spezifischer beschreiben wollen. Dann die fünfte Ebene ist das Thema der Struktur oder eigenen Strategie. Also dieses Thema Orientierung, Patientenorientierung, Problemlösungsorientierung. Also wie möchte ich nach außen in der Strategie auch da wahrgenommen werden? Das hat auch mit Expansion zu tun. Wie langfristig möchte ich zum Beispiel allein in der Praxis bleiben? Habe ich vor, später mal in die Gemeinschaft zu gehen? Auch diese Dinge kann man ja strategisch gesehen auch planen. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Menschentypen auch. Der eine möchte gerne langfristig alleine und der andere möchte lieber von vornherein zusammen. Aber auch da ist es wichtig, sich mit dem Markt zu beschäftigen. Und dann für mich eine der fast wichtigsten Faktoren, das ist die oder Ebenen, das ist diese persönliche Ebene, das ist die Ebene davon, welchen Einfluss der Arzt selber nehmen kann in seiner Person auf all das, was wir gerade beschrieben haben. Denn es hängt natürlich immer davon ab, wie weit ihr in eurer Entwicklung seid und die Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit. Also was kann ich für mich tun, um auch diese Dinge strukturiert anzunehmen oder meiner Persönlichkeit entsprechend anzunehmen. Also dieses Thema Stärken und Schwächen. Schwächen tatsächlich nicht versuchen, unglaublich zu verbessern, sondern zu sagen, ich verbessere meine Stärken viel, viel mehr und nutze meine Schwächen, indem ich sie vielleicht lieber delegiere. Ja, das sind diese Ebenen, mit denen wir uns auch weiter beschäftigen wollen für euch. Und wie gesagt, bei Fragen zu diesem Thema und auch bei der strategischen Ausrichtung eurer eigenen Praxis, bei Fragen, ich stehe jederzeit gern zur Verfügung. Was uns aber immer wieder einholt in der Frage danach, wenn ich mir diese einzelnen Ebenen auch anschaue, ist immer die Frage, Mensch, wenn ich meine Praxis entwickeln will, was kann ich denn tatsächlich tun? Was ist denn mir als Arzt überhaupt erlaubt? Und auch wenn schon vor fast 25 Jahren mal erkannt worden ist, dass es Versorgungsdefizite gibt, gerade im Bereich von Gesundheit und Prävention, ist es für den Arzt natürlich unglaublich schwer, zusätzliche Leistungsangebote überhaupt zur Verfügung zu stellen. Und jeder Arzt fragt sich ja, was darf ich denn tatsächlich? Darf ich überhaupt ein Gewerbe anmelden, darf ich überhaupt in meiner Praxis etwas verkaufen, darf ich überhaupt etwas ansprechen in meiner Praxis, darf ich etwas empfehlen, habe ich da nicht ein steuerliches Thema? Und deshalb möchte ich mit euch jetzt insbesondere in der kommenden Zeit über diese wirklich relevanten Themen sprechen. Also die Rechtsbereiche, die es betrifft, die werden wir hier anreißen. Ich möchte natürlich immer wieder sagen, ihr müsst immer eure individuellen Dinge auch prüfen lassen. Ihr müsst immer wieder individuell auf eure persönlichen Ebene zurückgehen und das auch mit einem Spezialisten klären und besprechen. Das ist einmal das Thema Steuerrecht natürlich. Das ist natürlich das Thema Berufsrecht. Das ist natürlich auch das Thema Vertragsarztrecht. Da hat es ja auch einige Änderungen gegeben. Und es ist das Thema Sozialrecht. Zwei Themen möchte ich heute kurz mit euch angehen. Das ist einmal das Thema, darf ein Arzt zum Beispiel ein Gewerbeunternehmen überhaupt anmelden? Also da gibt es ja immer wieder die Mär, dass man sagt, nein, du bist Arzt und du darfst neben deinem Arztberuf nichts anderes tun. Das ist natürlich vollkommener Unsinn. Das dürft ihr. Ihr dürft ein Gewerbe anmelden, ihr dürft auch ein Gewerbe führen.
Es darf nur nichts grundsätzlich zunächst mal in der Abhängigkeit oder in der unmittelbaren Auseinandersetzung mit dem Arztberuf zu tun haben. Also wenn ihr also zum Beispiel sagt, ich möchte gerne einen Bekleidungsstore aufmachen oder ich möchte gerne Schuhe verkaufen oder ich möchte gerne Nahrungsergänzung verkaufen, dürft ihr das alles tun. Es darf nur nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit der ärztlichen Tätigkeit gesehen werden. Also ihr könnt ja auch Immobilien kaufen und ein Immobilien-GbR gründen oder eine Immobiliengesellschaft oder sonst etwas gründen und könnt diese Immobilien führen und dann daraus Einnahmen generieren. Ja? Also ihr dürft ein Gewerbe anmelden. Wir haben dann nur unterschiedliche Möglichkeiten beziehungsweise unterschiedliche, ich muss mal gerade ein bisschen blättern, weil ich habe mir dazu einiges rausgesucht nochmal für euch. Es gibt immer die juristische und die wirtschaftliche Trennung. Das ist immer wichtig, dass wir diese beiden Themen haben. Ich gehe da heute nicht weiter spezifisch drauf ein, weil da ich, wie gesagt, die möchte ich mit euch über Experten nochmal zu treffen. Aber ich darf tatsächlich über die Gewerbeanmeldung, separate Steuernummer, die normale vertragliche Zusammenstellung und die Umsetzung, darf ich alles umsetzen in diesem Gewerbeunternehmen, was ich da habe. Ne? Das ist also nicht verboten. Und wenn wir uns das Thema anschauen, was sagt denn da die Musterberufsordnung dazu? Es gibt ja wisst ihr vielleicht noch, auf dem Beschluss des Deutschen Ärztetages 2018 in Erfurt hat es ja eine neue Musterberufsordnung gegeben, beziehungsweise eine Anpassung dieser Berufsordnung. Und da steht natürlich schon in Paragraph 1 drin, der ärztliche Beruf ist kein Gewerbe, heißt aber nicht, dass ich das Gewerbe, dass ich nicht in anderer Art und Weise das Gewerbe auch anmelden kann. Es gibt so ein paar Themen, die im Paragraph 3 drin stehen, das sind die sogenannten Unvereinbarkeiten mit dem ärztlichen Beruf, dass ich also nicht in Verbindung mit meiner ärztlichen Berufsbezeichnung in unlauterer Weise für gewerbliche Zwecke werben oder diesen Namen hergeben darf. Ich darf auch keine klare Empfehlung aussprechen. Das ist ja dieses Thema. Warum darf ich nicht zum Beispiel unseren Physiotherapeuten empfehlen, der im eigenen Haus auch noch tätig ist? Ich muss immer Alternativen aufzeigen und so weiter und so weiter. Aber über dieses Thema möchte ich nochmal mit euch etwas genauer mit einem wirklichen Experten sprechen. Aber grundsätzlich möchte ich mit dieser mehr aufräumen. Ihr dürft kein weiteres Gewerbe führen. Viele kommen auf mich zu und sagen, das ist doch verboten. Das ist überhaupt nicht verboten. Das ist erlaubt und gibt euch in eurer ärztlichen schränkt euch in der ärztlichen Ausübungsberuf nicht ein. Das wäre übrigens auch gegen das Grundgesetz. Das Grundgesetz hat nämlich, ich weiß jetzt nicht, welcher Artikel es ist, aber die Möglichkeit der freien Berufsausübung, das ist auch euch als Arzt, als Ärztin durchaus gegeben. Wir müssen eben nur die Zusammenhänge Berufsrecht, Vertragsarztrecht, Sozialrecht und Steuerrecht beachten. Das sind unsere Themen, die da besonders Berücksichtigung für finden müssen. Es gibt ja auch da unterschiedliche Konstellationen. Mir ist gerade ein Gedanke eingefallen, teile ich einfach mal mit euch, und zwar die Möglichkeit, dass zum Beispiel in einer privatärztlichen Klinik auf der anderen Seite, wenn ich jetzt mal die Dermatologie nehme, vielleicht auf der anderen Seite der Praxis ein Kosmetikinstitut ist. Wenn man so etwas betreibt, ist das durchaus auch möglich. Es muss nur zum Beispiel räumlich getrennt sein. Das ist also ganz klar Praxiseingang oder eben hier der Eingang für das Kosmetikinstitut. Die Abrechnung muss ganz klar voneinander getrennt sein. Also diese Dinge sind immer möglich. Man fragt sich ja auch, was ist überhaupt, wenn ich mir die Praxis anschaue, Praxis im Sinne von was wird durchgeführt, also nicht die Arztpraxis anschaue, sondern wie ist die Umsetzung, dann ist es durchaus so, dass das eine und das andere zusammenfällt. Aber es gibt da ein paar klare Richtlinien und klare Trennung. Aber wie gesagt, ich würde mich jetzt mehrfach wiederholen. Das Zweite ist natürlich immer diese steuerliche Komponente. Was darf ich denn? Ich bin ja als Arzt im Bereich der freiberuflichen Tätigkeit nicht umsatzsteuerpflichtig und ich bin auch nicht gewerbesteuerpflichtig. Und da aber auch da ist es wiederum wichtig, es kann zu einer Umsatzsteuer- bzw. Gewerbesteuerpflicht führen bei Maßnahmen, die ich in meiner Praxis durchführe, was nicht immer schlimm ist und welche Auswirkungen das hat. Wie gesagt, werden wir im nächsten Podcast hören, weil ich mich da mit einem Steuerexperten drüber unterhalten habe. Mehr will ich dazu gar nicht sagen. Und das ist aber einfach wichtig zu erkennen,
Welche Thematiken müssen wir beachten, wenn es um gerade das Thema Steuern geht, die auch, habe ich vorhin schon gesagt, bei den großen Faktoren zum Erfolg und bei den Ärzten, die ich gefragt habe, mit denen ich mich unterhalten habe, immer wieder auftauchen, das Thema achtet auf die Steuern, auf diese grundsätzliche Steuerthematik. Ja, ein kleiner Ausritt nochmal in die Thema strategische Ausrichtung eurer unternehmerischen Arztpraxis. Das werden wir, wie gesagt, in diesem Jahr innerhalb der strategischen Planung und der Ausrichtung Arzt als Unternehmer immer weiter verfolgen. In diesem Jahr euch mehr und mehr da reinzuführen, euch da Tipps zu geben. Wenn ihr Infos braucht oder wenn ihr gegebenenfalls eine Zusammenfassung dieses Podcasts nochmal haben wollt, dann gerne unter info@businessdoc.online eine E-Mail schreiben. Freue mich auch sehr immer über weitere Anregungen. Könnt weiter Fragen stellen und könnt diese Fragen am besten schriftlich formulieren. Wenn ihr mal, wenn wir uns mal persönlich treffen wollen und ihr habt die Möglichkeit im November nach Essen wahrscheinlich in diesem Jahr zu kommen, dort werden wir das zweite Ärzte- und Medizinerforum Startup Praxis durchführen. Der Standort steht noch nicht so genau fest, der Ort aber schon. Und Startup Praxis, da können wir uns gerne mal persönlich treffen, weil es ein Forum ist, was euch als Ärzten und Medizinern ja die Möglichkeit geben soll, die neuen Wege in der Medizin kennenzulernen, gezielt Fragen stellen zu können. Da können wir auch gerne uns persönlich austauschen und auch nochmal so ein paar strategische Themen besprechen. Eine große Bitte nochmal zum Schluss, das werdet ihr dieses Jahr ein bisschen häufiger hören. Ich habe ja gesagt, ich bin gegen das Thema Wachstum von Business, von Podcasts über irgendwelche Gruppen, die sich gegenseitig liken. Wenn ihr den Podcast gut findet, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen, über eine positive Bewertung, insbesondere bei iTunes oder auch als Abonnent bei YouTube, weil das natürlich bedeutet, dass ihr mir signalisiert, ob ihr diesen Podcast hört und ob ihr ihn gut findet oder nicht. Und wenn euch was fehlt, schreibt es mir bitte. Und wenn ihr es gut findet, würde ich mich natürlich auch freuen über eine positive Bewertung. Ja, in Zukunft werden wir aktuelle Themen auch noch mit aufgreifen. Das ist das Nächste, was ich euch noch mit auf den Weg geben möchte. Das Thema Digitalisierung wird hier weiter einen großen Stellenwert einnehmen. Die neuen Themen, die jetzt umgesetzt worden sind, also das findet ihr hin und wieder ja auch mal auf den Social-Media-Kanälen oder in Zeitschriften. Aber das ist ein Thema, was wir hier auch ausführlich besprechen wollen. Welche Möglichkeiten der ambulanten Digitalisierung werdet ihr haben, wird da auch einige Fachbeiträge von mir lesen können, demnächst in dem einen oder anderen Journal, im ärztlichen Journal oder auch in der Ärztezeitung. Aber da würde ich euch nochmal einen speziellen Hinweis zu geben. Ansonsten bleibt mir nur, euch eine tolle Woche zu wünschen. Bleibt unternehmerisch. Und tut ein bisschen was, denkt immer an die neuen Hashtags, Mission, eigene Praxis und Vision, eigene Praxis. Ich freue mich, dass wir uns vielleicht irgendwann mal persönlich kennenlernen. Macht's gut, eine schöne Woche. Bis dahin. Ciao.